So, hallo und willkommen Leute zurück zu Let's Play Minecraft oder Let's Play Feed the Beast mit Mike. I can only sleep at night. Ist es nicht gerade Nacht? Nee, Daytime. So, ich hab. Okay. Das Buch gibt mir hier irgendwelche Infos. Wow, jetzt habe ich Shift gedrückt gehalten und einen Klick gemacht. Es öffnet mein PC hier auf dem zweiten Bildschirm mein Browser, das Minecraft-Wiki und die Seite von der Torch, weil ich gerade die Torch auf hatte. Wenn ich jetzt stattdessen mit dem Buch hier, genau, da würde er mir jetzt einen Link zum Feed the Beast-Wiki geben, zum Pulverizer. Das ist eigentlich eine geile Sache, das wusste ich auch noch nicht. Also so Sachen, die nirgendwo erwähnt werden, die man dann irgendwie so mitkriegt. Hier mal ganz kurz nebenbei. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, irgendein Mod aus diesem Modpack. Guckt euch mal die Modliste aus diesem Modpack an. Sucht euch mal irgendeinen Mod raus, zu dem ich ein detailliertes, ausführliches Spotlight machen soll. Mit allen Basics, mit allen Grundlagen, mit allem, was ihr über diesen Mod wissen müsst. Was man damit machen kann, was da so drin ist und bla bla bla. Ob das jetzt hier Botania ist, ob das vielleicht Draconic Evolution ist oder Actual Editions, was auch immer. Sagt mir einfach mal, worüber ihr ein ausführliches Spotlight haben wollt. So, währenddessen wollte ich euch hier aus den Basics die Pure Daisy zeigen. So, und zwar steht hier ein bisschen Zeug. Und zwar steht hier, es kann Wood und Stone purifyen. Macht daraus Living Wood und Living Rock. Sie kann so aussehen. Eine Minute oder so. Mich würde es nicht wundern, wenn das genau eine Minute ist. Ich habe noch nie drauf geachtet. Außerdem kann man damit Netherrack in Cobblestone umwandeln oder Soul Sand in Sand. Andersrum wäre cooler. Andersrum wäre wirklich cooler. Aber schade, dass das nicht geht. Und Ice into Packed Ice, was auch immer das ist. Water into Snow. Das ist aber so ein bisschen tricky, soweit ich das mitgekriegt habe. Ja, hier ist jetzt nochmal das Rezept, wie man das macht. Und zwar in dem Petal Apo-Dingens. Das ist ab sofort nur noch das Petal-Apo-Dingens. Einfach vier weiße Dinger rein und gibt eine Pure Daisy, so wie wir es gemacht haben. So, dann brauche ich eine Axt. Dann gehe ich nochmal kurz darüber, denn wenn wir Living Wood brauchen, dann brauchen wir natürlich erstmal Wood. Und ich habe jetzt selber noch keinen Dark Oak angepflanzt, weil ich noch keine Lumber Eggs habe. Und wenn das dann große Dark Oak Bäume werden, ich weiß, die können sehr groß werden, dann ist das eine ziemliche Fummelarbeit. So, dann baue ich mich hier nochmal hoch. Und versuche dann hier auch da oben alles kaputt zu machen. Oder nicht kaputt zu machen, aber abzubauen. Und dann sollte dieser eine Baum auch erstmal für unsere Needs reichen. Für alles, was wir so brauchen. Erstmal. So ein bisschen Stone hatten wir, glaube ich, noch. Und wenn nicht, kann ich auch nochmal Cobblestone in den Ofen hauen. Das ist nicht so das Problem. Denn das ist so der allererste Schritt. Black Lotus. Ich weiß nicht, was der macht. Der allererste Schritt in Minecraft. Shaded Garden ist mir egal. Ich brauche was zu essen. Das ist mir nicht ganz so egal. So. Und zwar die Pure Daisy. Ich werde mir die jetzt erstmal hier hinpflanzen. Hätte ich mir jetzt auch im Quadrat pflanzen können, aber egal.
Und dann mache ich mir hier Holz. Und zwar alles um sich herum verwandelt sie. Also einmal hier so komplett ringsrum. Ihr seht jetzt auch hier diese weißen Partikel. Das bedeutet, dass genau diese Blöcke jetzt gerade von der Pure Daisy erfasst sind und transformiert werden. Während das passiert, kann ich jetzt hier schlafen gehen. Wie gesagt, dauert eine Minute oder so, wie im Buch steht. Kann ich mir noch mal ein bisschen Cobblestone holen. Oh, wir haben keinen Cobblestone mehr. Wir haben ernsthaft keinen Cobblestone mehr. Ich hau das hier jetzt noch mal damit rein. Nehmen wir jetzt ein bisschen Cobblestone raus. Warum haben wir keinen Cobblestone mehr? Achso, hier draußen hört ihr es ploppen. Das ist jetzt gerade die Pure, oder das sind die Pure Daisies, die gerade das Holz umwandeln. Jetzt muss ich was total Peinliches machen. Ich muss Cobblestone farmen. Ich habe das in meinem gesamten Minecraft-Leben noch nie erlebt, dass ich keinen Cobblestone hatte. So, das ist hier jetzt fertig. Ich hoffe, ihr seht hier unten diese Meldung nicht. Da hat jemand ein Video kommentiert. Das war eine Browser-Meldung von Chrome. So, hauen wir das da rein, hauen wir das hier raus. Das ist jetzt noch nicht viel. Hatte ich hier noch irgendwo Stone? Hier war noch Stone. Das sollte reichen. Jetzt müssen wir das hier natürlich noch abbauen mit einer Axt. Dann brauche ich gleich um den, das hier ist Living Wood, um den Living Rock gleich abzubauen, brauche ich dann dementsprechend natürlich auch noch eine Spitzhacke. Ich weiß gerade nicht, ob ich noch irgendwo eine Steinspitzhacke oder so dabei habe. Und da haben wir schon mal die Grundlagen und können darauf aufbauen. Warum habe ich das hier überhaupt gemacht? Ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt schon mit Botanie will. Eine Sache kann ich mir machen, aber ansonsten kommen wir da wohl erst später zu den spannenden Botanie-Sachen. Aber eine Sache werde ich mir dann gleich schon mal machen, wenn ich die Ressourcen habe, heißt das. Das weiß ich jetzt im Kopf auch nicht. Habe ich Spitzhacke? Habe ich nicht. Ich habe zwei fast kaputte Bögen. Ich muss so langsam echt mal minen gehen. Ich bin jetzt immer noch nicht minen gewesen, abgesehen von Part 2, wo wir gemeinsam unterwegs waren. So, Ressourcen auf jeden Fall da rein. Hier habe ich Fleisch. Hier kann noch weiteres Fleisch gebrutzelt werden. Ich brauche, ja, Cobblestone oder Eisen. Da mache ich mir eine Eisenspitzhacke. Und draußen hört ihr es auch schon wieder, wie die Blöcke ausgetauscht werden. Es klingt immer so, als ob jemand im Creative-Modus einen Block mit Linksklick kaputt macht und gleichzeitig mit Rechtsklick neu setzt. Wahrscheinlich machen die Blumen auch nichts anderes. Es klingt wirklich so wie ein Creative-Klick. Zack ist es weg und zack ist es was Neues da. Und das instant. So, jetzt haben wir ein bisschen Living Rock und ein bisschen Living Wood. Dann brauchen wir erstmal Mana. Um Mana zu generieren, gehen wir hier in Generating Flora und das ist eine Begonia. Drones, Bienen, was?
Oh, kann ich gar nicht. Ne, eine Endoflame wollte ich mir erstmal machen. Das ist zwei Braun und ein Rot und ein Light Gray. Mach ich mir mal hier unten meine Hotbar frei. Zwei Braun. Mach ich mir mal zwei Blumen. Mal gucken, was war. Zwei Blau, ein Rot, also zwei Rot und davon auch zwei. So, das Ding und das Ding. Wieder einen leeren Platz. Das Ding. Kann ich mir schon mal Wasser holen? So. Zwei Braun, ein Rot, ein Hellgrau. Und einen Samen reinschmeißen. So. Dann dasselbe nochmal. Habe ich erstmal zwei davon. Das ist jetzt noch nicht viel. Ich schmeiß mir das erstmal hier hin. Es kann gut sein, dass ich das Ganze noch neu arrangieren werde. Weiß ich jetzt nicht. Gut. Wir haben kein Holz, das ist nicht so gut. Ich werde unbedingt mal neues Holz und vor allem Ressourcen holen müssen. Da führt kein Weg wirklich so dran vorbei. Kann oder brauche ich nicht. Was ich hier brauche, sind mehr von diesen Birkensetzlingen. Ich habe irgendwo Birkensetzlinge da. Sechs, das ist gut. Dann haben wir bald einen richtigen Birkenwald. Aber man braucht Holz. Und ja, ich werde auch irgendwann eine Baumfarm haben, aber erstmal muss es so gehen. Irgendwann haben wir sowas alles. Aber irgendwann ist halt nicht in Part. Wo sind wir jetzt? Fünf oder so? Fünf oder sechs müssten wir sein. Könnte auch Part 6 sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt die letzten Parts am Stück aufgenommen. Doch, drei, vier, fünf. Ja, es müsste Part 5 oder 6 sein. So, wir hauen das da mal rein. Die Hälfte da. Was hast du? Du hast hier nichts mehr zu tun. Haben wir hier noch was für dich? Irgendwie nicht. Irgendwie haben wir keine Erze mehr zum Verdoppeln. Hier ist noch Charcoal drin. Das ist gut. Aber wir machen es anders. Ich nehme hier mal Kohle raus. 18. Mach daraus zwei Kohleblöcke. Und dann brauchen wir noch den hier. Den Mana Pool. Und dann, das ist noch nicht alles. Ich brauche jetzt nochmal ein Vivid Wave. Ich brauche jetzt nochmal irgendein Petal. Wir haben ganz viel Weiß. Damit wir mit dem Mana Pool auch was anfangen können. Na, eigentlich brauche ich zwei davon. Zwei. Man hätte sich hier draußen ja auch mal ein Crafting Table hinstellen können. So, und zwar sowas. Hat sich das Rezept geändert? Mana Spreader. Ah, Gold. Also das ist mir neu, dass man da Gold braucht. Wir haben nur ein Gold, das ist doof. Ach doch, ich brauche eigentlich zwei, ja.
Hatten wir hier noch Gold? Ja, passt doch. Alles gut. So, hier haben wir noch mehr Holzkohle. Machen wir das erstmal da rein. So, zwei davon. Dann haben wir das. Und dann haben wir das. Mana Spreader. Zwei Stück. Und zwar, ich würde mir draußen echt ein Crafting Table hinstellen. Machen wir aus dem Living Wood. Ich glaube, drei brauche ich davon. Und nochmal zwei beliebige Petals. Da mache ich mir jetzt einfach mal mit zwei weißen. Es wird schon wieder dunkel draußen. Ist mir aber egal. Das und das. Ja, ich laufe teilweise etwas unkoordiniert durch die Gegend. So, hier nochmal ein bisschen random Junk loswerden. Wo hab ich denn die Eier her? So, dann gehen wir schlafen. Und dann haben wir jetzt gleich schon mal die Basics. Jetzt mache ich das aber. Crafting Table. Einfach mal hier hin. So, und zwar muss ich hier jetzt erstmal die Enderflames verlinken, weil ich erst die Flames hingesetzt habe und dann den Spreader. Wenn ich erst den Mana Spreader gesetzt hätte und dann die Enderflames, hätten die sich sofort mit dem Mana Spreader gelinkt. So, den setze ich jetzt direkt hier vor. Je dichter das Ziel, also in dem Fall der Mana Pool, an dem Spreader ist, desto schneller kann der die Mana-Impulse rausschießen und desto effektiver wird das. Wenn ich den Pool jetzt hierhin schicke und er über lange Distanz schießen muss, dann schießt er nicht so oft und das heißt, es dauert länger, bis das Mana dann dementsprechend verpulvert ist. Oder transportiert ist, sage ich mal. So, ihr könnt dann schon mal Mana produzieren. Die Endoflames habe ich jetzt noch gar nicht erklärt. Hier sind alles, was ihr hier in Generating Flora findet, alle diese Blumen produzieren Mana. Die Rosa Arcana ist so ziemlich mein Liebling in einer Skyblock Map. Die produziert Mana aus der Experience des Spielers. Dann gibt es hier noch die Hydroangeas, die produziert Mana aus Wasser, was in der Gegend ist. Dann gibt es hier noch die Thermalilie, die aus Lava Mana produziert und es gibt noch einige andere. Aber das ist jetzt so ziemlich das Basic Stuff, mit dem man anfängt. So. Dann brauche ich von hier aus einen Mana Spreader. Und jetzt muss ich mal gucken. Was ich mir erstmal machen wollte, ist ein wieder unaussprechliches Sojourner's Sash. Also Sash kann man aussprechen. Direwolf sagt auch nur Sash. Aber er kann wenigstens das Ding aussprechen. Ja, dazu brauche ich zwei Runen. Die Rune of Air und die Rune of Earth. Für Air brauche ich Carpet. Ja, gut, mir fehlen jetzt so ein bisschen die Ressourcen. Für Rune of Earth. Mana Powder könnte ich vielleicht noch kriegen. Mana Steel, ja. Block of Coal, das ist eigentlich alles gar nicht mal so sehr. Was die beiden machen, kenne ich nicht. Ja.
Ich kann hier mal gucken, ob ich das nicht vielleicht schon zusammenkriege. Weil das Ding ist wirklich cool. So, wir haben einen Carpet, einen brauchen wir, den Rest weg. Dann war das eine Feder, die müssten wir auch irgendwo finden können. Haben wir noch keine Feder? Ich kann mal kurz eine Feder besorgen. Am besten auch hier, weil in der Super Flat World sieht man auf die Distanz jedes Huhn. Es sind aber nur Kühe da. Ist das jetzt euer Scheiß Ernst? Mö. Da sind Huhn. Da sind einige Hühner. Da habe ich schon mal Feder. Komm her. So, nehmen wir gleich ein bisschen mehr mit. So, du noch und dann war's das. Wie schon gesagt, das ist eigentlich ein guter, richtig cooler Nebeneffekt von dieser Mining World, dass man hier sowohl Tiere als auch Mobs ziemlich einfach jagen kann. Ja. Also, hier mal Zeug wegtun. Eine Feder. Ein Carpet. Dazu noch ein String, den haben wir auch. Der war hier. So, und dann brauchen wir eigentlich für jede Rune einen Mana Steel und einen Mana Powder. Das kriegen wir, indem wir ein Eisen nehmen und zum Beispiel Gunpowder. Zum Beispiel Gunpowder. Ah, werde ich brauchen. Kann ich mir gleich hier auch einen zweiten Eisen nehmen. Und das einfach nur in einen Mana-Pool schmeißen, solange genug Mana drin ist. Ihr seht hier auch wieder ein Rezept aufgeploppt in der Mitte des Bildschirms. Aus einem Gunpowder wird ein Mana-Powder. Gut, und damit wir die Rune überhaupt machen können, das geht nämlich nicht in irgendeinem Crafting-Table, brauchen wir den Runic Altar. Das ist eine Mana Pearl. Oder ein Mana Diamond. Da ich noch keine Diamanten habe, werde ich meine einzige Enderperle dafür opfern müssen. Also auch hier, um aus einer aus einer Enderperle ein Mana Pearl zu machen, einfach da reinschmeißen. So, dann ist das so gewesen und die Mana Pearl gibt mir den Runic Altar. Setze ich mal dahin. Und jetzt einmal den, einmal den, einmal den, einmal den. Und wenn ich jetzt den Carpenter drauf setze, müsste er hier. Genau. Man hört einmal ein Bumm und Zisch. Und der Mana Spreader schickt hier jetzt Mana rein. Ihr seht da diese Fortschrittsanzeige. Und wenn das Ganze durchgelaufen ist, das ist jetzt der Fall. Jetzt. Dann muss ich da nur nochmal einen Living Rock draufsetzen und mit meiner Wand of the Forest draufklicken. Die Wand of the Forest, oder der Wand of the Forest, habe ich noch gar nicht erklärt, ist so ziemlich das in diesem Mod, was in anderen Mods die Ranch ist. Damit kann man hier, wie ihr schon gesehen habt, ich könnte dem jetzt sagen, du sollst dahin schießen. Wie gesagt, was man so mit einer Ranch macht. Oder halt auch hier einen Rechtsklick auf den Altar, um die Rune zu kriegen. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Mana. Man könnte das natürlich auch mit normaler Holzkohle oder normaler Kohle machen, aber Block of Coal brennt halt länger und je länger.
Ach, du machst noch Sachen. Du bist noch gar nicht fertig. Block of Coal brennt halt länger. Ihr seht, die sind immer noch dabei. Und je länger das ist, desto weniger oft muss man da na nachmachen. So, was brauche ich denn dann für die andere Rune? Das war jetzt Air, dann brauche ich noch Earth. Da brauche ich ein. Das ist, glaube ich, ein einfach Stone Brick. Block of Coal und Mushroom. An dem Mushroom könnte es scheitern. Ja. Habe ich irgendwie eine Möglichkeit, so einen doofen Mushroom zu kriegen? Das wird hier übrigens auch nochmal angezeigt, hier im Runic Altar, hier Runic Altar. Entweder mit einem roten oder mit einem braunen Pilz. Spore Recreator. Industrial Foregoing. Kenne ich nicht. Nee. Ich habe so keine Möglichkeit, an Mushrooms zu kommen. Auch nicht an den roten. Das ist genau dasselbe. Ein Void Miner haben wir nicht. Das ist jetzt ein nicht sehr produktiver Part gewesen. Ein absolut nicht produktiver Part. Oh, da habe ich Kohle hingesetzt. Das ist toll. So, ihr brennt ihr, aber das seht ihr ja hier, die Endoflames, wenn die brennen, also wenn da Flammensymbole sind, dann produzieren sie noch Mana und wenn die Flammen erloschen sind, dann produzieren sie keinen Mana mehr. Das macht er hier wieder. Und wenn ich mehr Endoflames hätte, dann würde der hier viel öfter schießen und dann würde es besser klappen. Aber, ja, zwei reichen mir erstmal. Gut, ist es schade, dass dieser Part nicht ganz so produktiv war, wie ich erhofft habe. Aber dann mache ich hier jetzt erstmal Schluss, beende diesen Part, werde off-cam nochmal ein paar. Ah, halt! Eine Sache vielleicht noch. Mit etwas Glück, ich hatte da jetzt nicht drauf geachtet. Vielleicht. Vielleicht, nee, hier ist nur eine Mystical Pink Flower. Da ist eine Mystical Flower. Nee. Hier haben wir keine Pilze, das ist schade. Das ist schade. Na gut. Ich werde dann mal runtergehen in die Höhle, wo wir schon waren, und werde gucken, ob da Pilze sind. Ich brauche ja, wie gesagt, nur entweder einen roten oder einen braunen, das ist egal. Werde ich schon irgendwie finden. Gut, Leute, dann verabschiede ich mich, dann war's das mit diesem Part. Mit 28, 29 Minuten sind wir gut dabei. Ja, mit dem Inhalt des Parts leider nicht so gut dabei. Aber das passiert auch mal. Alles klar, ich hoffe, euch hat's gefallen. Hinterlasst mir doch einfach mal ein Feedback in den Kommentaren oder eine Bewertung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. So, und hier habt ihr jetzt eine Endcard, wo ihr oben den vorherigen Part anklicken könnt und sofern verfügbar auch den nächsten. Darunter könnt ihr links die Playlist anklicken und rechts kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst.